Top Agrar Praxistest. Nachrüstlenksystem John Deere ATU 300. John Deere ist von Anfang an auch mit Nachrüstlenksystemen im Markt. Der Lenkradmotor AutoTrac Universal ist nun in der Version 300 in der dritten Generation. Im Paket gibt es ihn zusammen mit dem Display 4240 und dem Starfire 6000 Empfänger. Ein Kabelbaum verbindet die drei Komponenten. Dieses System lässt sich auf vielen verschiedenen Schleppern und Erntemaschinen nachrüsten. Wir haben es auf einem Fanfarmer 412 Vario bei der Bodenbearbeitung und Aussaat eingesetzt. Die Bedienung des Lenksystems ist recht einfach. Die Grafiken erklären sehr gut die Funktionen. Etwas störend ist aber die Sensitivität der Touch-Oberfläche. Hat man eine Feldgrenze angelegt, lassen sich anhand dieser auch Spuren generieren. Zudem ist es möglich, eine virtuelle Vorgewendelinie einzufügen. Das hilft beim punktgenauen Einsetzen und Ausheben. Die Genauigkeit mit dem einfachen Starfire 1-Signal reichte meist aus. Man muss jedoch wissen, dass die Spur-zu-Spur-Genauigkeit zeitabhängig ist. Das System lässt sich aber auch auf RTK-Empfang aufrüsten. Wir konnten mit dem System auch mit Frontpacker fahren. Eine genaue Einstellung der Lenkparameter ist dann aber erforderlich. Nützlich ist die Funktion zur farblichen Anzeige der Fahrgassen. So lässt sich die Einstellung der Sämaschine immer wieder kontrollieren. Die Lenkung aktiviert man über einen Schalter am Kabelbaum oder über zwei Folientaster am Motor selbst. Der Lenkmotor ist bei geraden Bahnen recht leise. Muss er große Korrekturen durchführen, ist er deutlich zu hören. Um die automatische Lenkung zu deaktivieren, reicht ein beherzter Griff ins Lenkrad. Oder man schaltet das System kurz über den Kippschalter aus. Alle Details und Preise lesen Sie in der Top Agrar-Ausgabe 5 2021.